Münchner Stadtväter verfügen zwar nicht über Wunderkräfte, aber sie verfügen über einen Gesamtverkehrsplan, der genau vorsieht, was Stück um Stück in den nächsten Jahren getan werden muss. Und in diesen Gesamtverkehrsplan gehört die Verbannung der öffentlichen Nahverkehrsmittel unter die Erdoberfläche. So wird das unterirdische Verbindungsnetz 1990 aussehen. Und diese U-Bahn-Linie wurde als erste in Angriff genommen. Sie hat sogar schon eine Nummer. Es ist die Linie 6. Es spielt die Trambahnkapelle, passend zum Anlass. Ministerpräsident Goppel und Oberbürgermeister Vogel legen gemeinsam Hand an. Es ist Montag, der 1. Februar 1965, genau 11:04. Der erste Stahlträger, 18 Meter lang, 3 Tonnen schwer, wird im Münchner Kiesboden versenkt. Der offizielle Start für die U-Bahn. Und so möchte ich das Werk beginnen für unsere Münchner Bürger, für alle unsere Mitbürger, zum Segen des ganzen Landes, in Gottes Namen. Die erste U-Bahn in München, in Bayern. Und dann wird weiter gebohrt. Zunächst noch mit der Spirale, später, wenn man in die Grundwasserzone kommt, mit einem topfförmigen Bohrschrapper. Der Kopf der gesamten Anlage ist der Steuerstand. Von hier aus wird der vollmechanische Betrieb der Tunnelbaumaschine gelenkt. Dazu gehört auch die zentimetergenaue Kontrolle der Vorschubrichtung entlang der Tunnelachse. Das Schneidrad an der Vorderseite des Schildes macht ca. 7 Umdrehungen pro Minute und fräst bei jeder Umdrehung etwa 5 mm erdreich aus dem anstehenden Gebirge. Bei dem großen Querschnitt des Schildes werden damit pro Minute etwa 2,5 Kubikmeter erdreich, also fast eine LKW-Ladung, abgebaut. Das abgebaute Erdreich gelangt auf Förderbändern über ein Arbeitsgerüst in die bereitgestellten Kippwagen. In knapp 5 Monaten wurden rund 20.000 Kubikmeter Erdreich zutage gefördert. Trotz mancher Schwierigkeiten, wie Wassereinbrüche und Felseinlagerungen, konnte der Bauzeitplan voll eingehalten werden. An dieser Stelle sind nun die Erdarbeiten abgeschlossen. Die Fahrt mit dem Kran gibt uns einen Eindruck von den Ausmaßen dieser Baugrube. Aber nach so vielen Einzelheiten über den Fortschritt der U-Bahn selbst, sollen auch die Anlieger der Baustellen nicht vergessen werden, die manche Unbequemlichkeit in Kauf zu nehmen haben. Für sie wurden zum Beispiel Behelfsbrücken gebaut mit einer Tragfähigkeit bis zu 30 Tonnen. Geradezu unheimlich aber wird es dem Laien, wenn die Baugrube der U-Bahn hart an die Wohnhäuser heranrückt. Da müssen die Fundamente gestützt werden gegen Erdrutsch und Erschütterungen. Und das Ganze ähnelt einem ins Gigantische gesteigerten Pfahlbauverfahren. Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich, wenn 15 Meter lange Stahlkörbe als Bewährung für die Eisenbetonpfähle spurlos in der Erde verschwinden. Dieser merkwürdige Trichter trägt unter Fachleuten den sinnigen Namen Hosenrohr. Man braucht ihn, um tief unten beginnend Beton in die vorgesehene Säulenform zu füllen. Des anderen Tages waren auch 500 Meter fertiger Tunnelstrecke samt Notausstieg vollendet. Ein Jahr nach dem Baubeginn. Im nächsten Jahr werden sich hier bereits auf einer Probestrecke U-Bahn-Züge begegnen. Tja, wie Sie sehen, darf ich bereits den geräumigen, komfortablen U-Bahn-Wagen von innen benutzen. Doch wenn Sie in wenigen Jahren auch in diesem Wagen sitzen dürfen, dann haben Sie den unbedingten Vorteil, dass das Ding auch wirklich fährt. Ich sitze hier nämlich nur in einem Modell, das im Betriebshof der Straßenbahn an der Einsteinstraße steht. Die Wagen werden 2,90 Meter breit sein
Und ein Zug wird jeweils 6 Wagen haben. Er wird von 24 Motoren getrieben, die insgesamt 2600 bis 3000 PS abgeben. Und die Kapazität eines 6-Wagen-Zuges läge bei 264 Sitzplätzen und etwas über 500 Stehplätzen, sodass sich über 850 Personen mit einem 6-Wagen-Zug befördern lassen. Und das Praktische an diesem Wagen, der Unterschied zwischen Bahnsteigkante und Wagenfußboden ist nicht mehr vorhanden. Man geht also ohne Stufe auf den Bahnsteig hinaus. Heute wurde in München die erste von 6 geplanten Untergrundbahnlinien eröffnet. An der Spitze von 1600 Ehrengästen nahmen Bundesverkehrsminister Leber und Ministerpräsident Goppel an der Eröffnung teil. Als einen Schritt zur Verbesserung der Münchner Umwelt feierte Oberbürgermeister Vogel die U-Bahn. Die Glückwünsche der bayerischen Staatsregierung überbrachte Ministerpräsident Alfons Goppel. Möge Gottes Segen Züge und Menschen hier im Untergrund begleiten und möge die Trasse immer uns alle zu einer glücklichen Heimkehr führen. Höhepunkt der morgendlichen Eröffnungsfeier war die Probefahrt der Ehrengäste. Bundesverkehrsminister Leber durchschnitt das gelb-schwarze Band vor dem Bahnsteig am Marienplatz, ehe er im Fahrerstand des 6-Wagen-Zugs den Startknopf zur Jungfernfahrt drückte. Neben ihm standen Oberbürgermeister Vogel und Ministerpräsident Goppel, als der Zug durch die Tunnelröhre in Richtung Goetheplatz fuhr. Mit diesen kräftigen Stößen in das Horn gab Oberbürgermeister Georg Kronawitter das Startsignal für einen hochmodernen Drehstromwagen, der auf der neuen U-Bahn-Strecke Westendstraße Leimerplatz zum ersten Mal fährt. Nach 5-jähriger Bauzeit wurde die neue Endhaltestelle der U5, U9 nun mit einem Festakt der Öffentlichkeit übergeben. Zusammen mit der Fertigstellung der beiden Ostenden Arabella Park und Innsbrucker Ring im Oktober kann so noch in diesem Jahr die wichtige Ost-West-Verbindung in Betrieb genommen werden. Seit Anfang 1972 wurde das Münchner U-Bahn-Netz von 12 auf nunmehr 49 Kilometer ausgebaut. Die Kosten dafür, rund 4,3 Milliarden Mark, trugen zu 70% Bund und Land, den Rest zahlte die Stadt München. Trotz des Hundewetters war das Interesse der Bürger groß, nicht zuletzt wohl wegen des traditionellen Freibiers. Aus unseren festgefahrenen Gewohnheiten und Süchten und Vorurteilen auszubrechen. U-Bahn-Eröffnung in München, Rautenfahren und Defiliermarsch, Prominenz und Festreden. Heute war für den Süden der bayerischen Landeshauptstadt ein Tag zum Feiern. Für die Bevölkerung gab es Freibier und Brotzeit, außerdem Gelegenheit zu einer kostenlosen Fahrt auf der neuen Strecke der U3. OB Georg Kronawitter gab das Signal zur Jungfernfahrt und auf ging's von der Forstenrieder Allee vorbei am Tierpark bis zur Implerstraße. 135.000 Münchner werden von der neuen 6,1 Kilometer langen Strecke profitieren. In 15 Minuten ist man jetzt in der Innenstadt, ganz ohne Stau und Stress. 460 Millionen Mark kostete dieser Teilabschnitt, mit dem nun insgesamt seit Beginn des Münchner U-Bahn-Baus vor 25 Jahren 63 Kilometer Untergrundbahn fertiggestellt sind.